Ja, guten Tag. Hier mal eine kleine Lehrrede, und zwar Majjhima Nikaya 47, der Nachforschende. Die kann man ganz gut mal auf alle Religionen so anwenden, weil die enttarnen schon sehr viel, meiner Meinung nach. So habe ich gehört. Einmal hielt sich der Erhabene bei Savatthi im Jetahain, dem Park des Anathapindika, auf. Dort richtete er sich folgendermaßen an die Bhikkhus: Ihr Bhikkhus, ehrwürdiger Herr, erwiderten sie. Der Erhabene sagte dieses: Ihr Bhikkhus, ein Bhikkhu, der ein Nachforschender ist, der den Gemütsprozess anderer nicht kennt, sollte eine Untersuchung des Tathagata anstellen, um zu erfahren, ob dieser vollständig erwacht ist oder nicht. Ehrwürdiger Herr, unsere Lehren sind im Erhabenen verwurzelt, vom Erhabenen geführt, beruhen auf dem Erhabenen. Es wäre gut, wenn der Erhabene die Bedeutung dieser Worte erläutern würde. Wenn die Bhikkhus dies vom Erhabenen gehört haben, werden sie es sich merken. Dann, ihr Bhikkhus, hört zu und verfolgt aufmerksam, was ich sagen werde. Ja, ehrwürdiger Herr, erwiderten sie. Der Erhabene sagte folgendes: Bhikkhus, ein Bhikkhu, der ein Nachforschender ist, der den Gemütsprozess anderer nicht kennt, sollte den Tathagata in Hinsicht auf zwei Arten von Zuständen, Zustände, die durch das Auge und durch das Ohr erfahrbar sind, folgendermaßen untersuchen. Sind im Tathagata irgendwelche befleckten Zustände zu finden, die durch das Auge oder durch das Ohr erfahrbar sind oder nicht? Wenn er ihn untersucht, weiß er, es sind im Tathagata keine befleckten Zustände zu finden, die durch das Auge oder durch das Ohr erfahrbar sind. Wenn er dies weiß, untersucht er folgendermaßen weiter: Sind im Tathagata irgendwelche gemischten Zustände zu finden, die durch das Auge oder durch das Ohr erfahrbar sind oder nicht? Wenn er ihn untersucht, weiß er, es sind im Tathagata keine gemischten Zustände zu finden, die durch das Auge oder durch das Ohr erfahrbar sind. Wenn er dies weiß, untersucht er folgendermaßen weiter: Sind im Tathagata geläuterte Zustände zu finden, die durch das Auge oder durch das Ohr erfahrbar sind oder nicht? Wenn er ihn untersucht, weiß er, es sind im Tathagata geläuterte Zustände zu finden, die durch das Auge oder durch das Ohr erfahrbar sind. Wenn er dies weiß, untersucht er folgendermaßen weiter: Hat dieser Ehrwürdige diesen heilsamen Zustand seit langer Zeit erlangt oder hat er ihn erst kürzlich erlangt? Wenn er ihn untersucht, weiß er, dieser Ehrwürdige hat diesen heilsamen Zustand seit langer Zeit erlangt. Er hat ihn nicht erst kürzlich erlangt. Wenn er dies weiß, untersucht er folgendermaßen weiter: Hat dieser Ehrwürdige einen guten Ruf erworben und Ruhm erlangt, so dass die Gefahren, spreche ich gleich an, in ihm zu finden sind? Denn ihr Bhikkhus, solange ein Bhikkhu noch keinen guten Ruf erworben und Ruhm erlangt hat, sind die Gefahren in ihm nicht zu finden. Aber wenn er einen guten Ruf erworben und Ruhm erlangt hat, sind jene Gefahren in ihm zu finden. Wenn er ihn untersucht, weiß er, dieser Ehrwürdige hat einen guten Ruf erworben und Ruhm erlangt, aber die Gefahren sind in ihm nicht zu finden. Die Gefahren wären Eitelkeit, Überheblichkeit, ja, Übermut, halt so Charaktereigenschaften, die halt unedel sind, ja, die nicht frei von Tadel wären. Okay. Wenn er dies weiß, untersucht er folgendermaßen weiter: Ist dieser Ehrwürdige selbst beherrscht, ohne Angst, nicht von Angst beherrscht? Und vermeidet er, in Sinnesvergnügen zu schwelgen, weil er ohne Begierde ist, aufgrund der Vernichtung der Begierde? Wenn er ihn untersucht, weiß er, dieser Ehrwürdige ist selbst beherrscht, ohne Angst, nicht von Angst beherrscht, und vermeidet, in Sinnesvergnügen zu schwelgen, weil er ohne Begierde ist, aufgrund der Vernichtung der Begierde. Wenn jetzt ihr Bhikkhus andere diesen Bhikkhu folgendermaßen fragen würden: Was sind die Gründe des Ehrwürdigen und aufgrund welcher
Welcher Beweise, sagt er, dieser Ehrwürdige es selbst beherrscht, ohne Angst, nicht von Angst beherrscht und vermeidet, in Sinnesvergnügen zu schwelgen, weil er ohne Begierde ist, aufgrund der Vernichtung der Begierde? So würde dieser Bhikkhu richtigerweise wie folgt antworten: Egal, ob jener Ehrwürdige in der Sangha, also in der Mönchsgemeinde, Entschuldigung, oder alleine weilt, während sich einige gut benehmen und einige schlecht benehmen und einige da eine Gruppe unterrichten, während einige hier sich um materielle Dinge besorgt zeigen und andere von materiellen Dingen nicht beschmutzt werden, so verachtet jener Ehrwürdige niemanden aufgrund dieser Dinge. Und ich habe dies aus dem Munde des Erhabenen gehört und gelernt. Ich bin selbst beherrscht, ohne Angst, nicht von Angst beherrscht und vermeide, im Sinnesvergnügen zu schwelgen, weil ich ohne Begierde bin, aufgrund der Vernichtung der Begierde. Ja, auch hier wieder der gute Charakter, er urteilt nicht über andere oder spricht nicht schlecht über andere, weil die halt, wenn die halt nicht diese edlen Eigenschaften pflegen. Also er stellt sich, ja, er verurteilt keinen dafür, sage ich jetzt mal so grob. Okay. Der Tathagata, ihr Bhikkhus, sollte darüber weitere folgendermaßen befragt werden. Sind im Tathagata irgendwelche befleckten Zustände zu finden, die durch das Auge oder durch das Ohr erfahrbar sind oder nicht? Der Tathagata würde folgendermaßen antworten. Es sind im Tathagata keine befleckten Zustände zu finden, die durch das Auge oder durch das Ohr erfahrbar sind. Wenn er gefragt würde, sind im Tathagata irgendwelche gemischten Zustände zu finden, die durch das Auge oder durch das Ohr erfahrbar sind oder nicht, würde der Tathagata folgendermaßen antworten. Es sind im Tathagata keine gemischten Zustände zu finden, die durch das Auge oder durch das Ohr erfahrbar sind. Wenn er gefragt würde, sind im Tathagata geläuterte Zustände zu finden, die durch das Auge oder durch das Ohr erfahrbar sind oder nicht? Der Tathagata würde folgendermaßen antworten. Es sind im Tathagata geläuterte Zustände zu finden, die durch das Auge oder durch das Ohr erfahrbar sind. Sie sind mein Pfad und mein Gebiet. Und doch identifiziere ich mich nicht mit ihnen. Ihr Bhikkhus, ein Schüler sollte sich dem Lehrer, der so spricht, nähern, um das Dhamma zu hören. Das Dhamma ist die Lehre. Der Lehrer lehrt ihn das Dhamma mit seinen immer höheren Ebenen, mit seinen immer erhabeneren Ebenen, mit seinen dunklen und hellen Gegenstücken. Da der Lehrer dem Bhikkhu auf solche Weise das Dhamma lehrt, kommt der Bhikkhu durch unmittelbares Erkennen einer bestimmten Lehre in eben dieses Dhamma zu einem Schluss über die Lehre. Folgendermaßen ist er voll Zuversicht in Bezug auf den Lehrer. Der Erhabene ist vollständig erwacht. Das Dhamma ist von dem Erhabenen gut verkündet. Die Sangha, die Mönchsgemeinde, praktiziert gut. Oder die Anhängerschaft. Wenn andere diesen Bhikkhu folgendermaßen fragen würden, was sind die Gründe des Ehrwürdigen und aufgrund welcher Beweise sagt er, der Erhabene ist vollständig erwacht, das Dhamma ist vom Erhabenen gut verkündet und die Sangha praktiziert gut. So würde dieser Bhikkhu richtigerweise wie folgt antworten. Ihr Freunde, habe ich mich dem Erhabenen genähert, um das Dhamma zu hören. Der Erhabene lehrt mich das Dhamma mit seinen immer höheren Ebenen, mit seinen immer erhabeneren Ebenen, mit seinen dunklen und hellen Gegenstücken. Da der Erhabene mich das Dhamma auf solche Weise lehrt, kam ich durch unmittelbares Erkennen einer bestimmten Lehre in eben dieses Dhamma zu einem Schluss über die Lehre. Folgendermaßen bin ich voll Zuversicht in Bezug auf den Lehrer. Der Erhabene ist vollständig erwacht, das Dhamma ist vom Erhabenen gut verkündet und die Sangha praktiziert gut. Ihr Bhikkhus, wenn durch diese Gründe, durch diese Worte, durch diese Ausdrucksweise bei jemandem Vertrauen in den Tathagata gepflanzt, verwurzelt und gefestigt wurde, so sagt man, dass sein Vertrauen von Gründen gestützt, in den Schauungen verwurzelt, stark sei. Es kann von keinem Mönch oder Brahman oder Deva oder Mara oder Brahma oder irgendjemanden in der Welt zerstört werden. Auf diese Weise, ihr Bhikkhus, findet eine Untersuchung des Tathagatas in Einklang mit dem Dhamma statt. Und so wird der Tathagata in Einklang mit dem Dhamma gründlich untersucht.
Das ist es, was der Erhabene sagte. Die Bhikkhus waren zufrieden und entzückt über die Worte des Erhabenen. Eine wunderschöne Lehrrede eigentlich. Weil man die abgeleitet auf jeden Menschen eigentlich beziehen kann. Ja, man kann sich Menschen, die man vielleicht noch nicht so gut kennt, mal kennengelernt hat oder Arbeitskollegen oder was auch immer, mal so ein bisschen betrachten von außen. Ne? Wie verhalten die sich? Wie reden die? Wie reden die vor allen Dingen, sage ich jetzt mal, in Gruppen oder mit einem alleine? Und ja, da kann man die Leute schon so ein bisschen analysieren, sage ich mal, und nach der Anschauung schnell einen Schluss daraus ziehen, ob die Menschen oder diese Personen oberflächlich sind und in ihrer Worte wie heiße Luft sind oder ob sich da eventuell, ja, wie soll ich es am besten sagen, ja, ein Mensch hinter verbirgt, mit denen sich auch mal tiefgründigere Gespräche lohnen. Ja? Und ob es kein Blender ist, erkennt man eigentlich relativ schnell so. Ja, danke.